So, wunderschönen guten Abend. Ich bin schon ein bisschen fertig durch die vielen Trainings heute, aber das macht gar nichts aus. Wir haben ja das Thema heute, sei mutig und stark. Da wollen wir auch ein bisschen drüber sprechen. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich predige mit Tiefschutz an. Ja, aber es ging nicht anders. Aus dem Training raus ist man jetzt halt so gekommen. Gell? Von daher müsst ihr ein bisschen gnädig mit mir sein. Ich habe mir gedacht, so sei mutig und stark. Gell? Ist eigentlich ein cooles Thema, Josua 1, Vers 9, gell, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir. Boah, ich glaube, jeder will ja mutig und stark sein oder stark und mutig und keine Furcht haben, ist erstmal eine coole Geschichte. Als der Ben mir den Bibelvers gesagt hat, der Erste, der mutig und stark war, der mir hier irgendwo in den Sinn kam, war dieser junge Mann hier. War einfach so, gell. Wir haben es heute schon gehabt, Superman hat heute schwierige Zeiten, weil es keine Telefonzellen mehr gibt und da zieht sich ja immer eine Telefonzelle um. Das ist der Nachteil von Handys heutzutage. Gell? So. Aber ihr merkt schon, boah, mutig und stark sein, ist ja die Frage, was ist überhaupt mutig und stark, oder? Für den einen mag das vielleicht sowas hier bedeuten, ja, mein großes Kinderidol, Superman. Ja, für den anderen mag mutig und stark vielleicht sowas hier sein. Ja, ein Feuerwehrmann, der Leute rettet, der ein Kind irgendwo rettet vielleicht auch, ist bestimmt auch mutig und stark, irgendwo brennend reinzurennen, jemanden zu schnappen, rauszukommen, sein eigenes Leben vielleicht irgendwo aufs Spiel zu setzen, um andere Menschen zu retten. Boah, ziemlich mutig, finde ich, gell? Manche könnten vielleicht auch denken, der hier ist mutig, gell? Ja, Conor McGregor, ja, also in den Ring zu steigen, sich zu prügeln, man weiß, der andere will einen K.O. schlagen und du sollst den anderen K.O. schlagen, boah, da brauchen wir schon auch ein bisschen Mut, ja. Also das ist auf jeden Fall so. Oder vielleicht ist das bei euch Mut, ja? Mutter Teresa, gell? Die ihr Leben letztendlich gibt für Kinder, für viele verschiedene Menschen, gell? Und dafür da ist, das ist natürlich auch was, was sehr viel Mut kostet. Ja? Könnte aber auch diese Geschichte sein. Mancher denkt vielleicht, das wäre mutig, wenn ich der Starke bin und den anderen anschreie und so. Und der Held bin, ja, boah, ich habe das ganz viel in Klassen, wo wir arbeiten, da sind dann die Jungs und sagen, ja, die müssen vor mir Respekt haben, ja. Dann habe ich immer, die haben keinen Respekt vor dir, haben die Angst vor dir, ja. Und sobald sie stärker sind wie du, dann gibt es von denen eins auf die Mütze, ja. Respekt ist was Positives, boah, wenn ich jemanden mag und jemanden wertschätze, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, gell. Könnte vielleicht auch sowas hier sein. Dann gucken wir mal, ob es weitergeht, genau, mutig und stark. Tim Budesheim, ja, mein großes Vorbild, Spaß, ja, der ist auch stark zumindest, also ich glaube, der drückt 90er Kurzhanteln oder 95er Kurzhanteln auf jeder Seite, gell? Das ist schon eine Hausnummer bei Schrägbank, ziemlich starker Mensch, ja, also könnte ja auch so sein, dass das stark sein sollte. Ich meine, ich mache schnell weiter, manche Frauen trauen sich schon gar nicht mehr hinzuschauen, ja, gell? Auch hier, gell, könnte stark sein, da ist ein Streit und jemand geht dazwischen. Dafür trainieren wir zum Beispiel auch in der Selbstbehauptung, ja, dass ich lerne, wie kann ich deeskalieren, wie kann ich vielleicht auch wo dazwischen gehen. Das kann auch mutig sein. Wir erleben das in unseren Trainings immer wieder. Der Andreas bei uns, der Pfarrer, der trainiert bei uns auch in Böblingen. Und dann war er in Bad Cannstatt umsteigen, gell, und dann war auf dem anderen Bahngleis, hat ein Mann so eine Frau geschlagen in der Raucherkabine und da gab es Schreierei und Kreischerei und alles mögliche. Die, wo mit ihm unterwegs waren, haben gesagt, lass uns schnell weitergehen. Das ist so die normale Reaktion. Da hat Andreas gesagt, nein, wir gehen rüber. Ja, fand ich cool, mutig. Ja. Dann ist er rübergegangen, hat das Bahnhofspersonal geholt und ist mit dem dann zu dem Mann und zu der Frau hingegangen. Die haben die Situation geklärt, er musste sie nicht schlagen, aber die Frau wurde auch nicht mehr geschlagen. Gell. Kann sein, es ist mutig, so eine Geschichte hier zu klären. Und auch irgendwo für andere Menschen einzutreten. Könnt ihr auch denken, das wäre mutig und stark, ja? Das ist der Gangsterboss, ja? Ich war da neulich in der Klasse, Gottlieb-Daimler-Schule, und dann habe ich gesagt, und was? Wir haben über Ziele des Lebens gesprochen. Ich habe gesagt, was willst du werden? Dann sagt er, ich will der Chef vom Busbahnhof Böblingen werden. Da dachte ich, boah, Gangster, ey, ja? Also krasser Typ, gell? Wenn das dein Lebensziel ist, hammermäßig, ja, Boss vom Busbahnhof Böblingen, also wenn dann Stuttgart, gell, aber Böblingen ist schon mal ein Anfang, ja, kann auch sein, gell, so, immerhin. Man denkt vielleicht, wenn man mächtig ist, dann ist man gut und stark, gell, aber vielleicht bedeutet stark sein, was es in der Welt bedeutet, auch nicht immer das, was tatsächlich stark macht, gell. Manchmal ist vielleicht auch schwach sein,
genau die Sache, die einen stark macht. Und zum Schluss natürlich, gell, wir sind hier im Gottesdienst, Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Das ist das ganz andere Ende von Selbstverteidigung, sag ich mal, dass man sein Leben lässt für andere Menschen. Ja. Es gibt die eine extreme Seite, wo vielleicht Polizei und Militär sich befindet. Das heißt, ich muss ein Leben nehmen, um jemanden zu retten. Und dann gibt es aber auch, ich muss ein Leben geben, um Menschen zu retten. Ja. Und viele Menschen haben damals Jesus verspottet, als er am Kreuz hing. Da standen unten sogar noch Soldaten, die haben gesagt, oh Mann, wenn du doch Gottes Sohn bist, steig doch runter. Und er stirbt gerade für die. Ja. Denke ich immer, wie muss er sich gefühlt haben? Boah, wenn ich jemand beim Umzug helfe und dann sagt er zu mir, was stellt sich so blöd an, du hast auch zwei linke Hände und sowas, dann sage ich auch, mach deinen Umzug alleine. Ja. Aber wie wird sich Jesus gefühlt haben, der am Kreuz hing und gerade für diese Menschen stirbt und die sagen, boah, wenn du Gottes Sohn bist, dann komm doch runter. Gell? Und viele haben gedacht, das wäre die größte Niederlage, die er jetzt erlebt hat. Dabei war es der größte Sieg, den die Menschheitsgeschichte jemals erlebt hat. Gell? So. Und das ist ein großer Unterschied. Und ich habe mich für heute gefragt, auch so, vielleicht mag in der Welt das alles stark gewesen sein. Die Frage ist aber, was sagt denn die Bibel, was tatsächlich Stärke ist? Und ich habe so ein paar Bibelstellen für uns rausgesucht. Dachte zum Beispiel an Gideon. Ich kann jetzt nicht auf alle Stellen eingehen, weil normalerweise 10 Minuten ist nur meinen Namen vorstellen und was ich mache und sowas. Gell? Und ich muss die ganze Predigt in 10 Minuten reinpacken. Der Paul kommt nochmal immer von hinten und klatscht mir auf den Nacken, wenn es zu lang wird. Ja, ich versuche mich dran zu halten. Aber Gideon war damals jemand, der hat Weizen gedroschen in der Weinkelter. Ja? Das heißt, nicht da, wo man normal Weizen drischt, weil er Angst hatte vor den Feinden, dass sie kommen und das Essen plündern. Und dann steht er da drin, ist eigentlich ein totaler Angsthase, würde man sagen, menschlich gesehen. Und dann kommt aber Gott zu ihm und sagt, du starker Held. Ja? Da sehen wir, Gott sieht Dinge ganz anders. Er sieht manchmal auch das Potenzial vielleicht, was wir werden können und nicht so sehr auch, wer wir gerade im Moment sind. Vielleicht bist du gerade kein starker Held, vielleicht bist du gerade gar nicht mutig, vielleicht hast du Angst. Das bedeutet aber nicht, dass du nicht stark und mutig sein könntest. Bedeutet auch nicht, dass du nicht die Angst loswerden kannst. Das ist immer auch ein Prozess, wo wir uns entlanghangeln dürfen und wachsen dürfen. Ich denke an eine arme Witwe, die Jesus beobachtet hat, als sie Geld gegeben hat. Und da waren viele reiche Leute, die haben viel Geld gegeben und die arme Witwe gibt nur ganz, ganz wenig Geld. Aber was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Hey, sie hat viel, viel mehr gegeben, wie manche, die aus ihrem Überfluss gegeben hat, sie hat aus ihrem Mangel gegeben. Das sehen wir wieder, wo Jesus, Reich Gottes, denkt ganz anders, wie wir vielleicht denken. Wir denken an die Muskelberge, an Superman, an viel Geld, an Reichtum, an Stärke. Die Bibel sagt oft was ganz anderes. Oder eine Frau, die zu Jesus hineinkommt und ihr Salböl auf seine Füße gießt und das eigentlich ihr Lebensunterhalt war, was auch ihre Zukunftsperspektive war letztendlich. Und alle Menschen haben gedacht, das wäre Verschwendung, aber Jesus sagt, boah, das ist sowas Großartiges, sie hat mich zu meinem Begräbnis gesalbt und deswegen wird die ganze Menschheit immer wieder diese Geschichte hören. Und witzig, gell, diese Prophetie erfüllt sich gerade im Moment, wenn wir drüber sprechen. Jetzt hören wieder Menschen diese Geschichte. Und Jesus hat wieder recht. Gell? Lukas 17, Vers 33, da heißt es, wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren und wer es verliert, wird es erhalten. Das heißt, eigentlich auch für mich, für die Selbstverteidigung, für Selbstbehauptung, boah, manchmal versuche ich vielleicht, das Leben so sehr selber in den Griff zu kriegen. Ich versuche selber stark zu sein, ich versuche irgendwo Dinge zu gewinnen und manchmal geht es vielleicht mehr darum, auch nachzugeben. Ja? Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht immer nur auf unser Recht verharren, gerade in Beziehungen oder auch im Miteinander. Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, man kann alles richtig machen, man kann auf der richtigen Seite der Autobahn fahren, mit der richtigen Geschwindigkeit, überhaupt nichts falsch machen und es kommt ein LKW auf der falschen Seite mit überhöhter Geschwindigkeit, der sogar noch betrunken ist, entgegen, aber wenn du nicht ausweichst, bist du tot. Und ich glaube, darum geht es oft, dass uns unser Ego im Weg steht. Ja, wir wollen das Leben gewinnen oder wir wollen irgendwie Dinge schaffen, aber um mutig und stark sein zu können, muss ich vielleicht manchmal Dinge auch hinnehmen können. Boah, und es sieht vielleicht vordergründig gar nicht stark aus, aber wie dieses Sprichwort manchmal sagt, gell, der Klügere gibt nach, geht es auch manchmal darum, vielleicht irgendwo nachzugeben und den anderen vielleicht auch irgendwo Dinge einzuräumen. Matthäus 20, Vers 16 heißt es, so werden die Letzten Erste sein und die Ersten Letzte sein, denn viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Jesus sagt, hey, es wird irgendwann mal eine Zeit kommen, da werden viele, die, wo die Menschen gedacht haben, die sind ganz vorne, die sind die Ersten, sind die Besten, sind die Helden, die werden Letzte sein. Und dann wird es Leute geben, die waren vielleicht die Letzten und Menschen haben gedacht, das sind die letzten Loser.
aber die werden Erste sein. Und ich glaube, das ist so das Geniale auch an Gott und am Reich Gottes. Boah, es hat ganz andere Werte, wie wir die oft kennengelernt haben. Und da müssen wir umlernen, wenn wir tatsächlich groß und stark sein wollen. Sprüche 16, Vers 32, da heißt es, ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte einnimmt. Ja? Hey, wie cool. Jemand, der sich selbst beherrscht, boah, ist besser wie jemand, der Städte einnimmt. Das ist ein ganz, ganz großer Bereich, wo wir trainieren, letztendlich in Selbstverteidigung, Selbstbehauptung, dass man lernt, sich selber zu kontrollieren. Ja? Weil Gewalt löst immer wieder Gewalt aus und ist nie was gut. Ja? Es kommt immer wieder zurück. Das heißt, wir müssen lernen, auch nachzugeben. Ja? Man kennt es ja im Sport, der Ball war aus, nein, der war nicht aus, doch, der war aus, nein, der war nicht aus. Ja? Und dann prügeln man sich fast wegen dem Ball, wegen dummen Geschichten eigentlich, ja? Statt man nachgibt. Wirklich eine krasse Geschichte, die in Kanada tatsächlich passiert ist. Zwei Kinder haben draußen Inliner-Hockey gespielt und die Väter kamen raus am Samstagnachmittag und haben zugeschaut und dann haben sie sich in die Haare gekriegt, welches Kind besser spielt. Ja? Er sagt, mein Sohn spielt besser, nein, mein Sohn spielt besser. Ja? Und irgendwann haben sie sich so gestritten und angeschrien, dass der eine Vater den anderen geschlagen hat. Der fiel zu Boden mit dem Kopf auf den Randstein, war tot und der andere Vater im Gefängnis. Ja? Beide Mamas ohne Papa, alle Kinder ohne Vater. Wegen Inliner-Hockey. Boah, wie kann das passieren? Und doch sind wir manchmal selber auch so. In der Schule habe ich ständig, das ist mein Lineal, mein Radiergummi. Oder auch hier untereinander. Hey, der hat mich angeschaut. In Projekten sage ich manchmal, warum hast du den jetzt geschlagen? Der hat mich dumm angeschaut. Da sage ich, gucke ich jetzt auch dumm? Ich weiß es ja nicht. Gell? So, das sind manchmal Gründe, warum Menschen Menschen schlagen. Ganz verrückt. Und die denken, es wäre stark, aber es ist nicht stark. 1. Samuel 16, Vers 7, da ist es, aber der Herr sprach zu Samuel, siehe nicht auf sein Ansehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen, denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und das, glaube ich, ist eine ganz, ganz große Wahrheit. Das, was in uns ist, das transportieren wir nach außen. Selbstbehauptung fängt immer innen drin an. Dass wir innen drin stark sind, dann sind wir auch außen drin. Wenn wir innen drin nicht stark sind, können wir außen nie stark sein. Wenn wir innen drin Angst haben, uns fürchten, unsicher sind, Leute spüren das. Da genau an diesen Sachen arbeiten wir dran, dass Menschen das spüren und merken, dass sie wertvoll sind, dass sie wichtig sind, dass sie geliebt sind, dass sie angenommen sind. Und sobald ich das verstehe, kann ich auf einmal mit meinem Nächsten auch wertvoll umgehen. Weil was sagt Jesus? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du dich selbst nicht liebst, boah, da werden andere ganz schwierig. Ja? Wenn ich einen schlechten Tag habe, wenn es mir nicht gut geht, dann gehe ich mit anderen auch nicht wertvoll um. Ja? Fühle ich mich wohl, geht es mir gut, bin ich mit mir glücklich im Reinen, dann kann es mir auch viel, viel leichter mit anderen gut umzugehen. Und Gott schaut nicht auf das Äußere, er schaut nicht auf die Muskelberge, er schaut nicht auf den Stapel voll Geld, auf all diese Dinge, die vielleicht in der Welt eine Rolle spielen, sondern er schaut auf das Herz, sagt die Bibel. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben so ein Notensystem bei uns, wo wir Selbstbehauptung und Selbstverteidigung demonstrieren. Und ein Part ist, man wird gezogen und angegriffen und man sagt zwar, bitte, bitte, lass mich, aber man sagt das in so einem weinerlichen Ton. Und man merkt, das innen drin stimmt nicht mit dem, was außen passiert, überein. Ich sage zwar, lass mich, aber mein ganzer Körper sagt eigentlich, du kannst mit mir machen, was du willst. Das passiert bei vielen, die irgendwo als Opfer ausgesucht werden. Gell? Und ich muss das lernen, dass die Veränderung innen drin anfängt, dass Werte innen drin viel wichtiger sind wie das Äußere. Wenn wir das alles anschauen und zusammenfassen, dann können wir einen Punkt uns daraus nehmen, dass das, was in der Welt, was vor Menschen wichtig scheint, bei Gott überhaupt nicht wichtig ist. Und vieles genau andersrum. Was bei ihm wichtig ist, ist vielleicht bei Menschen überhaupt nicht wichtig. Wisst ihr, wir haben einen Pflegesohnemann und der kam zu uns. Und wenn ich gewusst hätte, wie anstrengend das Ganze ist, ich weiß nicht, ob ich das heute so entschieden hätte. Und es ist gut, dass man das nicht weiß. Und wisst ihr, aber ich glaube, es ist so unendlich wertvoll für ihn und für das, was mit ihm passiert. Ja? Weil er hat eine ganz neue Chance für sein Leben. Und es mag vielleicht nicht bei der Welt groß aussehen, ich habe keine Goldmedaille, aber ich glaube, es zählt was fürs Leben, es zählt was bei Gott, es zählt das, wenn wir uns in Menschen investieren, dann passiert immer was. Die Bibel sagt, alles, was wir in Liebe tun, das wird Frucht bringen. Und darum geht es. Ich glaube, Gott ist Liebe. Und wenn wir liebevoll miteinander umgehen, dann sind wir auch stark. Dann können wir auch stark mit anderen umgehen, wenn wir wissen, dass wir geliebt sind. Und dann
fällt es uns auch leicht, mit anderen gut umzugehen. Zum Schluss möchte ich einfach sagen, in dem Bibelvers am Anfang heißt es, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und für mich in meinem Leben war es auch eine ganz wichtige Entscheidung, dass ich Ja gesagt habe zu Gott, dass ich mit ihm leben möchte, weil ich gemerkt habe, da, wo ich schwach bin, da ist er auf einmal stark und ich muss nicht immer selber stark sein. Und diese Verbindung mit ihm, die gibt mir Kraft, diese Dinge zu tun, die ich tue jeden Tag. Und dazu möchte ich euch einfach herausfordern und einladen, dass wenn ihr merkt, boah, ich bin vielleicht alleine, ich habe vielleicht gar keine Kraft, aus mir raus kann ich das gar nicht machen, ich brauche Hilfe und es braucht jeder von uns, dann ladet ihn doch ein und fragt ihn und dann lernt mutig und stark zu sein, so wie es er sagt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir hören und sehen uns. Bis zum nächsten Mal.